Aber man merkt, dass es ein Ticken komplizierter wird. So ganz kleine Ticken. Und ist auch keine Schande dabei, wenn man das dann tatsächlich nicht schafft, dann auch einfach mal leichter zustellen. Das ist vollkommen egal. Bevor man sich hier irgendwie quält und überhaupt nicht vorankommt, dann macht man es halt leichter. Habe ich auch schon gemacht. Hat nicht geschadet. Ich fühle mich jetzt nicht weniger heldenhaft. Natürlich ist es cool, wenn man es besonders gut schafft. Aber lieber mittelmäßig bis schlecht schaffen, als überhaupt nicht und dann keine Lust mehr haben, ne? Boah, würde ich das einfach mal so behaupten. Das passt. Passt hoffentlich. Ich brauche mehr Holz. Ist zwar schon einiges, aber ich brauche trotzdem mehr Holz. Holz geht immer. Ah ja, hier ist eine kleine Stadt. Weil das sind auch Ressourcen dann, ne? Im Moment brauche ich in erster Linie Gold. Achso, und ich wollte sagen, ich will erforschen, aber ich brauche ja Gold. Ich erinnere mich. Oh, was ist denn hier los? Sommerbatterie, nice. Die Wards sind attacked. Achso, das kleine bisschen da. Das, was vorhin schon mal Stress gemacht hat. Das kleine bisschen. Oh, Mist. Mist. Warum kann der Zug den nicht überfahren? Das wäre super. Mist. Da kommen wir nur langsamer raus, ne? Nee, nicht nur. Die können auch schneller sein, aber im Moment kommen nur langsamer raus. Aber vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen anders angreifen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, ich mache hier mal zu, dass ich hier zumindest eine Mauer habe, damit ich da nach oben ein bisschen absichern kann. Attack! Ja, das passt hoffentlich. Ich habe viele Hoffnungen, hier kommt noch ein zweiter Soldat hin. Und hier muss auch mal irgendwie ein bisschen abgesichert werden. Holz passt ja zumindest erstmal. Aber wenn das mal hier ist, dann kann ich das auch direkt hier rüberbauen. So. Puff. Da hat's Puff gemacht. Heißt aber auch, dass ich den Weg hier anders legen kann. Na komm. Ja, passt. Okay, sehr gut. Schön ist nicht. Ist von eindeutig doch sehr weit entfernt. Das ist jetzt das, was das eigentliche Spiel quasi so als Erfahrung macht und hat. Es ist... Zufrieden ist man eigentlich nie. So überhaupt nicht. Die meiste Zeit zumindest nicht. Zumindest nicht solange man... Also solange man noch nicht genug von allem hat quasi. Und wann hat man das schon mal? Wenn man genug von allem hat, heißt es eigentlich nur, dass man auf einem zu niedrigen Schwierigkeitsgrad spielt. Gefühlt zumindest. Weil genug hat man eigentlich nie. Zählt das noch? Nein. Was? Das glaube ich nicht. Ach so, hier oben. Verdammt. Das musste verhindert werden, genau. Dass das Gebäude hier, das war sehr knapp. Das war sehr knapp hier. Oh ja, das war knapp. Einmal draufhauen und das wäre sehr schief gegangen. Das wäre sehr knapp gewesen. Mist. Puh. Bin unzufrieden. Heißt aber, dass ich auch hier mich hochbauen kann, ne? Sehr gut. Natürlicher Schutz. Ein Kaktus. Was halt so hilft. Okay. Und dann hier rüber. Klappt nicht, solange da noch Gegner sind. Halt. Ah, sieht blöd aus. Das geht nicht. Machen wir hier noch eine Mauer rein, damit die da auch rausflüchten können. So, wunderbar. Gefällt mir deutlich besser. Das gefällt mir deutlich besser. 10 Tage noch bis zur nächsten Welle. 10 Tage. Der produziert 5 Eisen. Mehr geht hier an der Stelle, glaube ich, nicht. Bei den kleinen Feldern.
hätte vielleicht einen kleinen Tick weiter wegbauen können, dass hier ein zweiter noch mit ranpasst, dass die insgesamt dann 6 vielleicht produzieren, aber nee, ist auch Quatsch. So wichtig ist dann nicht. Energiearbeiter, Holz. Arbeiter sind ja nicht das Problem. Also Ballisten werden wahrscheinlich auf längere Sicht dann die Lösung sein. Zumindest hier jetzt gerade mal. Gehe ich mal von aus. Ich kann wieder ganz normale Leute bauen hier, ne? So. Wir haben ja Platz. So viele auf einmal. Ich muss mal ein bisschen mein Gold-Einkommen so ein kleines bisschen hochsteigern. Und vor allem die Arbeitermenge. Dass da mal ein bisschen was passiert. So. Einmal ein bisschen viel auf einmal jetzt. Aber gut. Soldaten. Jäger. Der Jäger scheint ja bei der Nahrungsknappheit wie immer. Ne, diese knappe Nahrung ständig. Scheint wie immer das Problem zu sein. Oder die Lösung zu sein vielmehr. Also auch gut hier. Er hat noch eine Lagerhalle. Noch mehr Nahrung hier unten hin. 19. Achso, ich kann mir gar nicht leisten, okay. 24 ist super. Hätte ich hier unten gerne noch einen. Eine freie Fläche. Das ist für dich dran an einer Mauer, ne? Oder überhaupt hier? Keine Energieversorgung. Ach Mann. Also. Man kann auch pingelig sein. Dieser eine kleine Blob. Das eine kleine Feld. Ja, sehr gut. Ich kümmere mich drum. 360 Leute habe ich jetzt. 360 Leute. Und kein Gold für Hütten. Weil auch der Wachturm. Ne? Auch der Wachturm wäre schon mal eine gute Sache. Dann kann man entsprechend früh sehen. Machen wir den Wachturm. Wo denn die Gegner langkommen werden. Wachturm ist schon ganz gut. Ist zwar relativ sinnlos im Sinne von, es bringt effektiv nichts, aber es bringt halt planerisch was. Ja, dass man halt sehen kann, wo es denn lang geht. Also richtig, richtig, richtig was bringt, tut es natürlich nicht. Aber die Richtung stimmt schon mal. Dass man halt, ne, dass man einfach ein bisschen eher erkennen kann, wo man verteidigen muss, wo man lang muss, was da so passieren könnte und passieren wird. So, will ich das angreifen? Das hat schon nicht mehr so viel Leben, ne? Zumindest mich vorarbeiten. Ich darf eigentlich nirgendwo stillstehen. Stillstand ist blöd. Weil die Gegner stehen halt auch nicht still, beziehungsweise die Zeit steht nicht still. Stillstand ist tendenziell doof. George? Der George schon wieder. So, da kommen sie jetzt alle näher. Das ist okay, die kann ich hier schon absnacken. Dafür habe ich die Mauer ja. Ich habe halt jetzt in dem Moment, wo man das angreift, Achso, das ist okay. In dem Moment, wo man es angreift, kommen da entsprechend mehr Leute raus. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ah, ich hätte das sehr gerne runter. Das ist auch nicht so wahnsinnig kompliziert jetzt. 2-3 Sekunden nochmal drauf schießen. Nicht mal. Und dann ist ganz viel Gold. Nice. Sehr gut. Warum die hier einfach so unbeschwert langlaufen? Ich habe keinen besseren Schimmer. Die muss sehr langweilig sein. Den muss das normale Dorfleben so ein bisschen auf den Zeiger gehen. Und deswegen stürzen sie sich jetzt in den sicheren eigenen Tod. Irgendwo in der Wildnis, in der Pampa. Das wird sein. Was man halt so macht, ne, wenn man nicht ausgelastet ist. Mehr Energie haben wir hier noch. Eine ganze Menge Geld. Durch die Lagerplätze habe ich jetzt hier, ne, durch die Lager habe ich entsprechend mehr Kapazität, was auch sehr angenehm ist. Sorgt trotzdem nicht dafür, dass ich alles machen und bauen kann, wie ich Lust habe. Weil es an Nahrung fehlt. Hurra! Nahrung. 3. 3 Nahrung ist. Es ist albern, aber es sind 3 Nahrung. Da sind 5 Nahrung.
22 Nahrung, sehr gut. Das wird mir gefallen. Ich müsste hier noch einen Turm mit einem Soldat hinmachen. Eine Nahrung. Man kann auch ein bisschen albern werden. 18, so. Hier muss ich auch nochmal ein Lager machen, glaube ich. Einfach damit das Meer hier überall bringt, die ganze Nahrung. Ja. Lagerhallen werden so die Lösung sein, wahrscheinlich. Na gut, Ballisten sind auch die Lösung. Es gibt ja schon viele Lösungen hier, wenn ich gerade mal drüber nachdenke. Es gibt einige Lösungen. Vor allem mehr Soldaten. Machen wir nochmal Jäger. Jäger kann ich mir gut leisten, aber da hab ich das Pass. Jäger, wenn sie dann entsprechend... Also sie sind halt besser als gar nichts und fressen keine Nahrung. Das ist schon mal, das sind schon mal sehr positive Eigenschaften. Beides sind sehr gute Eigenschaften. Und je mehr ich hier jetzt aufräume, desto mehr Veteranen habe ich vielleicht dabei. Das heißt, sie halten mehr aus. Und hoffentlich wird alles gut. 15, sehr gut. 15 neue Holz, obwohl ich die nicht brauche, aber lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Habe ich schon öfter mal erzählt. Sehr, sehr viel lieber so rum. Okay. 45 Nahrung. Ich habe schon 500 Leute, das passt eigentlich ganz gut. Aber letztendlich... 800, ich muss halt möglichst schnell auf 800 kommen, logischerweise. Und dann ist halt die Frage, von wegen beseitige alle Infizierten, ist die Frage, was damit gemeint ist. Alle Leute, die hier am Rand vielleicht nochmal nachspawnen, vielleicht. Aber wahrscheinlich erstmal alle irgendwelche Gebäude, die hier sind, die Gegner spawnen. Und natürlich alle, die schon hier rumstehen. Von daher, je schneller ich arbeite hier, je schneller ich vorankomme, desto weniger Wellen muss ich dann aushalten. Desto weniger können mir die Wellen da ein Beinchen stellen. Logischerweise. Ah, okay, das ist ungünstig. Das ist ja ungünstig. Das ist ja ungünstig. Ja, hier habe ich jetzt überhaupt keine Verteidigung. Hä? Oh ja, hier ist eine Welle gespawnt, wie man vielleicht sieht. Hier ist eine Welle halt nachgespawnt. Da kommen wir zum Turm hin und da kommt auch noch einer hin gleich. Oder einfach eine Balliste. Sinnvoller als alles andere. Hier muss auch eine Balliste hin. Und der Aussichtsturm. Warum geht das da nicht ran, direkt an die Mauer? Warum geht das nicht direkt an die Mauer? Na, machen wir das dann. Wollte auch keinen Turm hinmachen, theoretisch. Jetzt fehlt nur ein Stück Mauer. Ja, im Moment sind... wenn die Nahrung das Problem ist, dann sind die Ballisten tatsächlich gerade sehr angenehm. Das... Warum habe ich die nicht vorher gemacht? Energie, die brauchen ein bisschen Energie, das ist okay. Bei Energie... Braucht Arbeiter aber keine Nahrung. Mein Arbeiter habe ich in dem Sinne ja genug. Zumindest wenn ich 800 Leute habe hier. Und die Energie ist hier auch noch. Da, schnelle Energie. Flop. Schnelle Energie für eine schnelle Balliste. Die reicht noch nicht leider bis ganz nach oben. Das heißt, hier unten muss ich nochmal ein Haus entfernen. Ist ein bisschen traurig, aber naja. Es kann helfen, es wird helfen. Es wird auf jeden Fall helfen. So, wo ist meine Verstärkung hier? Da. Eine Handvoll Leute. Kann ich die Leute, die an den Mauern patrouillieren, vielleicht auch mal dann hier mit in den Truppen nehmen zum Aufräumen, dass es noch ein Ticken schneller geht. Und diese Mauerkonstruktion hier ist... ist nicht schön. Möchte ich mal kurz anmerken. Es ist nicht schön. So, ein paar Häuser aufwerten. Ein paar neue Häuser noch mal bauen hier. Zack. Nochmal ein neues Ding anfangen hier. Hier sucht einfach mal Gegner. Sucht einfach. Lauft, sucht.
macht was. Suchen ist zwar schwierig, wenn die Gruppen gemischt sind, weil unterschiedlich schnell sind, aber im Schnitt ist es trotzdem ganz praktisch. Die Nahrung fehlt nur wieder. Und Energie fehlt auch. Ich bin mal so frei und wage mich hier vor. Auch wenn das ein gewisses Risiko ist. Vor allem hier oben, hier habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Machen wir hier den Weg frei. Klappt das bestimmt. Die können eigentlich hier, die können eigentlich mal vor der Mauer langlaufen hier. So. Zack und. So. Schön, dass man anscheinend auch im Nachhinein noch Wege hinzufügen kann mit Schiff. Das ist sehr, sehr praktisch. Wusste ich gar nicht so genau. Dass man müsste, wenn man das mit Schiff macht, müsste man das alles am Stück machen. Aber anscheinend ja nicht. Sehr praktisch. Okay, noch mehr? Ich kann Soldaten machen, aber mache ich nicht. Kleine billige Jägerchen, die auch sehr praktisch sind. Aber das ist noch so ein Haus. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ein bisschen sehr vorsichtig. Ich hoffe, da ist einfach niemand. Hoffen kann man ja viel. Hier ist Gold, ne? Vor allem das ist super. Weil ich jetzt das noch nicht abschließen kann. Egal, ich lasse es mal so, wie es ist. Ich hoffe, dass sie nicht näher kommen. Was sehr unwahrscheinlich der Fall sein wird. Ich lasse mal die hier nochmal kurz stehen. Und dass ich die nochmal beseitigen kann, weil das ist sehr, sehr knapp. Das kann eventuell schief gehen. Das kann doch durchaus schief gehen da unten. 27, Tag 27, Tag 32 wird wieder blöd. Ballisten habe ich aber erstmal so ein paar. So, das heißt hier mal so ganz gerade so einen Weg durch. Wollen wir das direkt doppelt machen hier, ne? Hier oben ist nicht viel interessantes Zeug. Überhaupt nicht. Und hier komme ich gerade noch nicht hin. Okay, Mist. Ja, da sind 60, vielleicht kriege ich beides hin. So, 60 und 70 gleichzeitig. Ich kann das mal so weit, wie es denn geht hier. Einfach um es hier schon mal abzuschließen. Sollte hoffentlich passen. Ich gehe schon mal hoch. Sollte und hoffentlich sind eigentlich Sachen, die man bei diesem Spiel halt nicht benutzen sollte. Überhaupt nicht. Beziehungsweise Sachen, die man halt nicht hören möchte eigentlich. Zumindest nicht als hier besorgter Bürger, der eigentlich nicht aufs Maul kriegen möchte, ne? Als jemand, der sich um seine Zukunft hier, um seine Familie vielleicht ein paar Sorgen macht. Der eigentlich nur fröhlich vor sich hin existieren möchte. Und die Fröhlichkeit hört auch da auf, wo das Leben auch beendet wird. Da wird dem ganz noch mit einer gewissen Skepsis begegnet, denn. Oh, das sind drei ganz. Das wären zwei Nahrung, Mist. Das sind nochmal drei Nahrung. Da sehe ich halt gerne nochmal einen Boost. Achso, okay, man kann die nicht zu dicht aneinander bauen. Hier ist das nächste Lager, ja. Es ist nicht überzeugt, aber gut. Aber hier oben ist offen, ich meine frei, ich meine zu. Also hier ist. Die Möglichkeit offen, das frei und zuzumachen. So, hier mache ich das mal nicht. So, wahrscheinlich werde ich da unten gleich angegriffen. Wahrscheinlich ist es genau das. So, wir dürfen aufs Haus gehen. Das ging schnell, das ging sehr, 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 sehr schnell. Uiuiui. Das ging wirklich schnell. Wir dürfen jetzt alle mithelfen hier. Das ging echt schnell. Vor allem, da habe ich noch so ganz einen Feind hier. Nice. Sehr gut. Und einige Veteranen hier. Super. Okay.
Ja, anstatt dass ich das per Hand mache, hier kommt hier eine Balliste hin. Machen wir das. Den Aussichtsturm habe ich bis jetzt noch überhaupt nicht benutzt hier, ne? Was braucht denn der eigentlich? Arbeiter, Holz, Gold. Das ist okay. Wie viel hier unten einfach mal frei ist, ne? Von der ganzen Map. Das irritiert mich. Ich weiß nicht, ob die Maps nur rechteckig können. Weiß ich nicht. Es fehlt ein Gold. Fehlt auch entsprechend die zweite Goldmine. Ja, die passt hier mit 70. Das heißt, 50 und. Ne, 60 und 70 ist wunderbar. Besser als hätte ich nur eine in der Mitte platziert. Ja! Es kommen viele, es kommen sehr viele. Aber nicht endlos. Okay. Nahrung, ne? Ich kann mir fast wieder. Ich kann es mir fast erlauben, Soldaten zu bauen. Von der Nahrung her, das passt fast. Weil hier oben, ich meine, man sieht ja, dass hier noch Grünflächen sind. Vielleicht weniger Wälder. Ja, aber hier sind auch Wälder. Aber zumindest Grünflächen sind schon so ein paar da. Also das, von der Nahrung her. Na, mal gucken. Ich hätte sehr gerne Farmen. Sehr, sehr gerne. Dann kann ich das hier alles. Hätte man das alles wunderschön benutzen können. Oder zumindest halb wunderschön. Oder einfach die Forschung, dass Fischerei 20% mehr bringt. Das wäre vielleicht auch ein Traum. Okay. Ein noch mehr hier? Ein noch mehr Soldaten macht? Ja, nur eine Hand, also zwei. Eine sehr kleine Hand. Die dürfen immer hin. Solange da noch keine Balliste steht. Im Idealfall sollte ich auch gar keine hin, weil ich dann hier zumache. Und dann hoffentlich die Seite dann auch zu ist. Das wäre so der Traum. Oder der bessere Teil. Könnt ihr eigentlich, hier. Dahin. Da, so. Ist sehr lang, aber das wird funktionieren. Das passt bestimmt. Da müssen wir ein bisschen laufen. 624 Leute. Es fehlt wieder Nahrung. Natürlich. Ah, ich muss das hier oben aufmachen. Hier ist hoffentlich ein bisschen mehr Grünzeug. Ja, hier muss ich hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir sehr hin. Dauert halt ein bisschen. Die 100% statt der 50 machen sich bemerkbar, finde ich. Wobei ich auch nicht weiß, dass ich mir im Moment, das ist insgesamt ja eine Stufe mehr. Von daher, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt entsprechend, ne, ein bisschen mehr kniffert hier. Kann natürlich auch genau entsprechend daran liegen. Zumindest ist es nicht komplett simpel hier. Es wird interessanter. Vor allem, weil halt noch relativ viel an Technologie fehlt. Ne? Man hat zwar ein paar Ballisten, aber Sniper wären halt ganz fantastisch. So als Beispiel. Und auch andere Sachen, die vielleicht ein bisschen hilfreich wären. Andere Türme. Andere schöne Verteidigungsgebäude. Oder halt entsprechend die ganzen Farmen, um entsprechend mehr Möglichkeiten zu haben. Kriegen die das hin, ja, ne? Ja. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Die einen haben das hier vorne freigehalten, die hinten standen, haben das vorne freigehalten, die vorne standen, haben dann auf das Gebäude geschossen. Ist doch gut. Ich habe nur noch zwei Tage, Mist. Boah, ne? Mehr stationäre Geschütze. Ich weiß noch nicht, von wo die kommen, aber das Bauen dauert, glaube ich. Es dauert, glaube ich. Ich meine, die Warnung kommt ja 12 Stunden vorher, ne? Vor dem Angriff. Oder das passt schon. Oh, 20 Nahrung. Oh, sehr gut. Oh, dass man hier so Nahrung geschenkt kriegt, das ist ein Traum. Essensgeschenke, super. Fällt mir sehr gut. Essensgeschenke sind immer gut. Okay. Tell me. That will be easy.
Na gut, bevor die nächste Welle kommt, werde ich allerdings jetzt nochmal eine kleine Pause machen. Von daher, danke fürs Zuschauen hier. Bis zum nächsten Mal bei The Abillions, wenn es zum nächsten Angriff geht. Also nicht von uns, sondern von den anderen. Also für uns geht es zur nächsten Verteidigung. Ihr wisst, was ich meine. So, adieu, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi.